Wir bringen der Stadt jeden Tag ordentlich Geld in die Tasche und die Stadt maßt sich mittlerweile an, selbst Parteien aus ihren Räumen auszuschließen, obwohl gegen diese Parteien nichts vorliegt. Interessant, da Parteien nach dem Grundgesetz einen besonderen Schutz gewährt wird, weil die an der politischen Meinungsbildung in unserem Land teilhaben sollen und sich daran beteiligen sollen und müssen. Es ist also Folgendes passiert. Wir nutzen in interner Absprache mit einem Gewerbetreibenden die Räume. Und interessant ist, dass sich also die Stadt Chemnitz erdreistet hat, dort diese Räume zwangs zu versiegeln. Und zwar unter der Voraussetzung des § 35 der Gewerbeordnung. Die Gewerbeordnung regelt den Gewerbebetrieb der Gewerbetreibenden innerhalb eines Territoriums. Dagegen ist erstmal nicht einzuwenden, wenn der Gewerbetreibende dort nicht ordentlich aufgepasst hat, dann ist er dafür verantwortlich, dass er dafür gerade steht. Jetzt wird es lustig, weil in dem gleichen Gesetz, in dem § 1, steht Folgendes drin. Ein Gewerbe kann nicht allein deswegen untersagt werden, weil er nicht dem Gesetz Genüge tut. Das heißt, ich übersetze es, wenn jemand von euch ein Gewerbe hat, kann man ihm das Gewerbe nicht mehr wegnehmen, wenn er ein Gewerbe angemeldet hat. Und dann steht im § 35 der Gewerbeordnung drin, er kann wegen Unzuverlässigkeit sein Gewerbe entzogen bekommen. Jetzt ist die Frage, was ist eine Unzuverlässigkeit? Dazu gibt es weder einen Beschluss noch ein Urteil, noch gibt es irgendwas anderes, was den Gewerbetreibenden diesbezüglich den Zugang zu verwehren hat. Auch steht in diesem Paragraph nicht drin, dass die Stadt Chemnitz, hier das Ordnungsamt als Ausführender, das Gewerbe dort zwangsversiegeln kann. Die rechtliche Abteilung unserer Stadt Chemnitz ist mit dieser Aufgabenstellung überfordert. Leider ist es nur so, dass der Zugang zu den Geschäftsräumen und zu den Räumen, die wir dort nutzen, unterbunden ist. Und wir haben am Gericht in Chemnitz eine einstweilige Verfügung am Freitag versucht zu erwürgen, nachdem man eine strafbare Handlung an dem Haupteingang dieser Gewerberäume getätigt hat. Jeder von euch hat bestimmt schon mal den Begriff Siegelbruch gehört oder Verwahrungsbruch. Siegelbruch ist eine hochstrafbare Handlung. Das bedeutet, es wird ein amtliches oder ein Dienstsiegel aufgebracht und wer das runterkratzt, macht sich strafbar. Die Stadt Chemnitz hat dort versiegelt und wir haben, weil wir dort Unterlagen drin haben, weil wir die Räume dort nutzen, weil dort noch verschiedene andere Sachen, die der Partei gehören, eingestellt sind, uns erlaubt, das Dienstsiegel der Partei aufzubringen. Das darf ich und das kann mir auch niemand verbieten. Die Stadt Chemnitz hat es fertiggebracht am Freitag, ohne dass die Gewerbetreibenden dabei war, der Hauseigentümer und Vermieter Bescheid wusste oder dass die Partei informiert wurde, die Siegel erbrochen oder aufgebrochen und hat sich das Recht rausgenommen, nochmal in die Gewerberäume reinzugehen. Vermeintlich war die Polizei dabei, keiner kann das prüfen. Angeblich hätte es einen Durchsuchungsbeschluss gegeben, das kann keiner prüfen. Also habe ich am Freitag einen Strafantrag gegen die Stadt Chemnitz gestellt und gegen das Amtsgericht, weil die es unterlassen haben, die einstweilige Verfügung sofort zu bescheiden. Das heißt also, in der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden liegt ein Strafantrag gegen die Stadt Chemnitz und es liegt ein Strafantrag gegen das Ordnungsamt vor. Angehangen habe ich das Amtsgericht Chemnitz deswegen, weil der zuständige Richter am Freitag eine Entscheidung hätte fällen müssen, da er hier aktiv in die Wahlarbeit, hier die Nachbereitung der Landtagswahlen vom 31.08. eingreift. Leider ist nichts passiert. Wir haben heute nochmal nachgewaschen, ich nenne das jetzt mal so, indem wir wiederholt einen Antrag gestellt haben. Heute ist uns freundlicherweise die Vizepräsidentin des Amtsgerichts entgegengekommen und hat gesagt, geben Sie es bitte hier ab, dann wird es auch sofort bearbeitet und schreiben Sie bitte drauf, dass es eilt. Ich habe das dann gemacht, ich habe drauf geschrieben, dass es eilt, ich habe auch drauf geschrieben, an welchen Richter das zu gehen hat. Nun harren wir der Dinge, die da kommen werden. Also es ist derzeitig so, dass die Stadt Chemnitz
wissentlich und vorsätzlich die Parteiarbeit unterläuft. Das heißt für mich als Vorsitzender einer Partei, die unterlaufen die selbst im Grundgesetz festgelegte freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das machen die nicht nur bei mir. Ich hatte hier vor uns gerade gehört, dass also eine junge Frau auch in ihrer Existenz bedroht wird. Das ist immer höchst interessant. Ich sage immer, erzählt mir eure Geschichte, da erkenne ich meine. Und dann stelle ich fest, ui, er ist genauso schlachtreif, wie ich es zu diesem Zeitpunkt selbst auch war. Das heißt also, alle, die ein ordentliches Unternehmen führen, reichlich Umsatz fahren, reichlich Steuern bezahlt haben, kriegen plötzlich vom Finanzamt eine Aufforderung zur Nachzahlung einer, ich sage es mal, genügsamen Summe, die Existenz bedroht. Und dann kommt das Finanzamt um die Ecke und sagt, wir wollen ja keine Ratenzahlung, wir wollen das Geld sofort. Nur, denke ich mal, die Gewerbetreibenden in der Stadt wissen selber, wie es gerade aussieht, wirtschaftlich. Ich will jetzt nicht von Engpässen reden, aber ich rede da gerne davon, dass also die wirtschaftliche Situation aus vielerlei Gründen eher angespannt als locker ist. Das heißt also, keiner der Gewerbetreibenden ist in der Lage, Rücklagen zu bilden oder für eine Investition Rücklagen aufzustellen. Und wenn es denn doch der Fall sein sollte, dann hat er sicherlich einen hochinteressanten und hochbegabten Steuerberater, der alles dafür tun wird, dass das Finanzamt von diesen Rücklagen Kenntnis erhält und das Finanzamt mit einer Steuerprüfung oder mit einer Buchprüfung in die Ecke kommt und dann der Buchprüfer erkennt, dass das gar keine Rücklagen sind. So jetzt erst geschehen bei einem Unternehmen außerhalb der Stadt. Dieses Unternehmen steht derzeit kurz vor der Insolvenz. Betroffen 34 Familien, betroffen davon insgesamt 128 Menschen, die im weiteren oder im näheren Umfeld dieses Unternehmens ihr Geld verdient haben. Das heißt also, wenn ein größeres Unternehmen den Bach runtergeht, dann hängen viele kleine Existenzen dran. Schlimm daran ist, dass das Finanzamt trotz versuchter Einigung hintenrum stur geschalten hat, hat die Geschäftsräume durchsuchen lassen und hat alle Unterlagen, die wichtig sind, um eine vernünftige Verteidigung aufzubauen, dem Zugriff entzogen. Also wer sich darin wiedererkennt, willkommen im Club. Als Betthüpferle gebe ich euch noch mit. Ich hatte vor uns darum gebeten, ihr sollt versuchen, für euch den Nachweis anzutreten, ob ihr besitzt oder ob ihr nicht besitzt und wie ihr es nachweisen würde. Jetzt schaut einfach mal nach, wie ist denn die Schriftform auszuführen und wie wird ein Schriftsatz rechtsfähig und rechtskräftig. Als Gedankenstütze gebe ich euch mit, alles das, was ihr an Verträgen unterschreibt, muss unterschrieben sein. Und es muss so unterschrieben sein, dass ihr es lesen könnt und dass es euer Vertragspartner lesen kann. Und da tut ihr euch bitte selbst den Gefallen, jetzt versucht ihr mal herauszufinden, warum im Gesetz drin steht. Ich rede ausdrücklich vom Grundgesetz im Artikel 3 Absatz 1. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Ich habe fertig.